Marco Böfli, schön, dich hier im Wanklauf zu sehen. Du bist zurück daheim, kann man fast sagen, zurück bei IBE. Wie lange ist es her, dass du hier warst und was genau steht jetzt bevor mit dir und IBE? Ja, es ist schon eine Zeit her, als ich hier war. Es ist natürlich immer wieder schön, wenn ich hier in diesem wunderschönen Stadion stehen darf. Jetzt natürlich ein bisschen weiter oben, ist auch nicht schlecht. Aber ich freue mich jetzt auch in meinem neuen Job. Ab April dürfen 50% im Sponsoring dabei sein bei diesem Team. Und dass ich bei den IBE-Matchen, an den Kongressen oder an den Events IBE repräsentieren darf. Also du bist jetzt nicht mehr beim Sportlichen, nicht mehr bei der Garderobe, sondern hast hier ein Büro über die Geschäftsstelle. Genau. Ich habe mich eigentlich aufgearbeitet. Ich will einen Stock weiter rauf. Aber ich kann den Jungs ja immer gleich noch zurufen, ein bisschen von weiter oben, ein bisschen von entfernter. Aber nein, Spass beiseite, eigentlich immer schon länger gewusst, dass ich eigentlich neben dem Platz weiterfahren meine Karriere. Aber es war mir auch eigentlich klar, dass ich auch bei IBE den Weg, dass der muss weitergehen muss. Und jetzt, wie schwer fällt es einem? Du kennst den Verein in- und auswendig, aber einfach wirklich die sportliche Seite. Und das ist schon mal ganz etwas Neues für dich. Ja, es ist ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich glaube, ich freue mich auch darauf. Irgendwann kommt der Moment. Für mich war es, glaube ich, der richtige Moment. Ja, bis 38 durfte ich Fußballprofi sein. Aber jetzt freue ich mich auf die neuen Herausforderungen, die werden kommen. Und dann kann man davon ausgehen, dass man dich jetzt hier auch wieder regelmässig im Wankdorf sieht. Ja, das ist ja so. Ich werde sicher auch den Matchen natürlich auch Kunden betreuen. Und dann wird man sicher mich auch ab und zu im Stadion immer wieder antreffen. Erzähl ein bisschen, du hast deine Händchen und Schuhe an den Nagel gehängt vor ein paar Monaten. Hast du ein bisschen Auszeit genommen. Was ist jetzt passiert in dieser Zeit? Das ist jetzt ein spezielles Jahr mit Corona. Aber was hast du gemacht, seit die Karriere wirklich beendet war? Ja, ich wollte eigentlich mit der Familie reisen, aber ich glaube, es ist nicht der Moment zum Reisen. Das ist klar, aber nein, ich habe zuerst mal alles gut verarbeiten können, die 22 Jahre Profifußballer. Und habe meine neuen Projekte oder für die Zukunft ein bisschen planen, habe genug Zeit gehabt und vor allem konnte ich auch die Familie genießen. Und wie hast du IBE verfolgt in dieser Zeit, die Mannschaft? Wie nah bist du da? Ja, ich habe immer wieder Kontakt mit den Jungs. Ich habe ab und zu telefoniert oder geschrieben. Ich habe natürlich die Matchen, vor allem die Zusammenfassungen, immer wieder geschaut. Das ist klar. Ich war ein- oder zweimal im Stadion, wo ich gerade irgendetwas, wo ich am Verhandeln war für einen Neuvertrag. Aber so habe ich es eigentlich immer wieder verfolgt. Also gleich noch eigentlich nahe verbunden mit der Mannschaft. Du kennst ja natürlich auch alle. Ja, ich glaube, es ist immer noch fast die gleiche Mannschaft wie vor 6 Monaten. Und von dem her ist natürlich die Verbundenheit immer noch da. Man schreibt ab und zu zusammen, eben man hört sich. Und es ist natürlich immer wieder schön, wenn man vor allem sieht, wenn sie erfolgreichen Fußball spielen. Und shooten selber? Also, shootest du noch jetzt in deiner Freizeit? Oder was machst du? Auf die Fitness gehen? Oder wie haltest du dich? Oder eben, du hast in meinen vorher so viel trainiert, ja. Profisportler. Was macht man dann, wenn es noch mal fertig ist? Also im Moment, muss ich ganz ehrlich sein, nicht so viel gemacht. Ich glaube, meine Frau sagt immer wieder, ich glaube, es ist langsam Zeit, dass ich wieder etwas mache. Ich bin froh, dass ich immer noch ein Büchlein bekomme. Nein, ab und zu ein bisschen biken. Aber ich glaube, die Auszeit tut auch meinem Körper mal ein bisschen gut, mal ein bisschen weniger machen. Ich glaube, irgendwie kommt sicher das Bedürfnis, wieder ein bisschen mehr zu machen. Aber im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Und jetzt hier stehen wir noch an einem speziellen Ort, dann historisch da, der 28. April, wo der Titel nach 30 Jahren Wartezeit geholt hat und hier oben die grosse Party war. Also auch einfach immer noch ein Ort für dich, mit sehr vielen Erinnerungen verbunden. Was kommen da für Gefühle auf? Ja, sehr schöne Gefühle. Ich glaube, wenn man schon nur hier runter schaut, dann weiss man, dass der ganze Platz voll Zuschauer, voll Fans war. Und jeder ist ist glücklich und hat vor Freude gerannt und du selber hast irgendwie das Gefühl gehabt, du kannst überall runterkumpen und ich kann nichts passieren. Das sind natürlich unglaublich schöne Emotionen, die, glaube ich, mir jeden 28. April irgendwie immer wieder wird aufkommen und wird immer wieder Hühnerhaut bekommen. Und eben, du hast es vorhin schon gesagt, die Perspektive, die für die Zukunft von dir ist, auch einer von da oben runter auf ein Match und nicht von der Spielerbank oder von auf dem Platz selber. Ja, das ist ja so. Ich glaube eben, im Moment stimmt es so für mich, dass ich jetzt von oben in den Raben schaue. Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, es sind 22 Jahre, als ich auf dem Platz war. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es jetzt gut ist, dass ich jetzt auch mal neben dem Platz etwas machen will. Und da bin ich natürlich froh, dass ich jetzt auch im Sponsoring-Bereich
einsteigen konnte, mich auch freuen, auch mit der Kundenbetreuung, auch mit den Leuten sich treffen, sich austauschen. Und ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn ich nachher auch über Eibach reden kann und noch den Match schauen kann. Und für die Fans gibt es sicher auch nichts Schöneres, dass du wieder zurück bist, dass du wieder Teil der Eibach-Familie bist und wieder hier im Wankdorf. Sehr schön, es freut sicher alle und merci für das Interview. Merci dir.